Mit dem e-Roof Roadster wurde auf der Hannover Messe 2011 ein Elektrofahrzeug der besonderen Art präsentiert. Das Gemeinschaftsprojekt der BMU, Siemens und Roof Automobile erfreute sich größter Beliebtheit. Diese Fahrzeuge sind rein elektrische Fahrzeuge mit 250 Kilowatt Antriebsleistung, heißt 370 PS, rein elektrische Leistung. Diese Leistung ist anders als bei einem Verbrennungsmotor, weil das Drehmoment aus dem Stillstand heraus in voller Höhe zu erreichen ist. Das ist einfach die Kennlinie, die ein Elektromotor hat. Die 950 Newtonmeter Drehmoment werden wahlweise durch einen Zentralmotor oder zwei Einzelmotoren zur Verfügung gestellt. Ein Zentralmotorkonzept besteht darin, dass man das Getriebe des Fahrzeuges nicht mehr drin hat, den Verbrennungsmotor nicht mehr drin hat, allerdings auf das Differential des normalen Achsantriebes den Elektromotor direkt draufsetzt. Ein Elektromotor hat ein Drehmomentenverhalten, dass man keine Gangwahl machen muss, sondern man kann aus dem Stillstand bis auf 220 km pro Stunde in einem durchbeschleunigen. Sie können jetzt aber noch Folgendes machen: Dieser eine Zentralmotor braucht ein Differential. Wenn Sie jetzt den Motor in zwei Motoren zerlegen, dann können Sie einen Motor auf die linke Seite und einen auf die rechte Seite setzen. Und damit können Sie die beiden Antriebsräder unabhängig voneinander mit Drehmoment versorgen. Dann fällt das Differential weg. Und jetzt können Sie optimal die Drehmomente der Räder für die Kurvenfahrt und das dynamische Verhalten des Fahrzeuges einstellen, indem Sie einfach nur die Inverter elektronisch ansteuern. Wie bei vielen Sportwagen stellt sich die Frage nach der Alltagstauglichkeit. Das Fahrzeug ist komplett alltagstauglich, wie jedes andere Fahrzeug auch. Sie haben sogar noch die Möglichkeit, in den Motorraum etwas unterzubringen, weil im Motorraum noch etwas Freiraum ist und der Motorraum halt nicht heiß ist. Sie haben also mehr Platz als in einem herkömmlichen Fahrzeug. Bei gewohnt hoher Qualität bringt die Veränderung der Antriebseinheit auch etwas Veränderung im Innenraum mit sich. Statt einer Schaltung gibt es drei Tasten für vorwärts, rückwärts oder neutral. Es gibt jetzt Ladekontrollanzeige, es gibt kein Drehzahlmesser mehr, der unsinnig ist, sondern es gibt einen Leistungsanzeiger und der zeigt an, wie viel Energie ich aus der Batterie rausziehe, wenn ich das Fahrzeug beschleunige, aber auch, wie viel Energie ich wieder in die Batterie reinschiebe, wenn ich das Fahrzeug verzögere. Weil wir ziehen die kinetische Energie des Fahrzeuges wieder raus, wandeln die in elektrische Energie und bringen die wieder in die Batterie hinein. Das Fahrzeug kann bis zu zwei Drittel der ins Fahrzeug reingesteckten Beschleunigungs- und Steigungsenergie beim Runterfahren des Berges oder bei der Verzögerung wieder zurückgewinnen. Die Ladezeit für den Flitzer ist von der Art der Ladung abhängig. Die Ladezeiten für die Fahrzeuge sind unterschiedlich, je nachdem, an welche Infrastruktur Sie rangehen. Wenn Sie dieses Fahrzeug nur mit 250 Volt und 16 Ampere laden, dann haben Sie 3,7 Kilowatt zur Verfügung. Und die 3,7 Kilowatt würden dann dazu führen, dass Sie den Batterieinhalt in 10 Stunden laden könnten. Wir haben eine neue Technologie in die Fahrzeuge eingebaut und können mit 22 Kilowatt an 400 Volt Drehstrom laden. Das heißt also, das Fahrzeug ist nach 2 Stunden wieder geladen. Für Zweiradfreunde wurde daneben ein Elektrobike, designed by OCC, präsentiert. Sehen Sie demnächst den e-Roof im Fahrbericht bei Energy TV24.